Unter den Opfern von Gewalttaten waren 2016 in NRW rund 160 Wohnungslose. Häufig sind die Täter Jugendliche. Polizeioberkommissar Lukas Becker und Polizeikommissarin Katja Wolf verfolgen heute ein aus Niedertracht und falschem Überlegenheitsgefühl verübtes Delikt. Komm mal her. So, hallo. Gehen Sie mal zurück, bitte. Lassen Sie das fallen. Fallen lassen. Gehen Sie fallen mal bitte zurück. Okay, Feuer ist aus. Hast du? Hier, wir haben gesagt, Sie sollen zurückgehen. Sie gehen mal zurück. Zurück. Was ist passiert? Helfen Sie der Frau. Was ist passiert? Setzen Sie sich einmal auf den Boden. Hinsetzen. Die Beamten interessiert, wer die Frau so zugerichtet hat. Der junge Mann beteuert selbst, Opfer zu sein, was seine Mutter bestätigt. Vorhin, da waren hier zwei Mädchen. Wir haben die Frau da hinten. Wie geht's dir denn? Ja, das wissen wir noch nicht. Sie sind die Mutter, ja? Ja, die haben die Frau angegriffen. Sagen Sie mir bitte mal von Ihren beiden den Namen. Ich bin Lara Eilers und das ist Benny Eilers, mein okay. Sohn. Herr Eilers, Sie waren ja jetzt hier vor Ort, als das passiert ist, richtig? Ja. Lassen Sie mich jetzt einmal kurz bitte mit Ihrem Sohn reden, ja? Was ist passiert? Da waren so zwei Mädchen. Die haben auf die arme Frau da hinten eingeschlagen. Ja. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Aber Sie kennen sich nicht. Nee, ich habe die Frau noch nie gesehen. Und ich dachte mir, da muss ich dazwischen gehen. Katja Wolf erfährt, dass die Täterinnen mit einem Golfschläger auf die Frau eingeprügelt haben. Auch der junge Mann wurde damit verletzt. Durch sein Eingreifen hat er jedoch Schlimmeres verhindert. Sie hat, ich habe ihren Ausweis, ich habe ihre Tasche nochmal durchsucht. Also es wurde nichts gestohlen, sie wurde nicht beklaut. Deswegen ist die Gewaltaktion nur gegen sie gerichtet gewesen. Mhm. Zwei kleinere Personen, dunkel gekleidet, Kapuzenpullover, zweimal weiblich. Ja, genau. Das heißt, er fällt ja schon mal dann weg. Ich persönlich möchte hier einmal als Privatperson und auch als Polizist die Zivilcourage des jungen Mannes hervorheben. Man muss aber immer noch entscheiden, begebe ich mich jetzt als Privatperson, der eventuell nicht ganz so gut ausgebildet ist, in eine Gefahrensituation und gehe dann einfach das Risiko ein, auch verletzt zu werden. Das hat er hier getan. Dennoch hat er der verletzten Person, dieser vermeintlich Obdachlosen, einfach geholfen. Er konnte damit Schlimmeres verhindern und das ist hier ganz groß, ja, das muss man ihm einfach hoch anrechnen. Hier, guck mal, das ist ein Arbeitskittel. Ja, würde mich jetzt drauf schließen. Sieht fast aus irgendwie, was weiß ich. Ja, keine irgendwas Ahnung. Ziemlich weiß. Apotheke oder Supermarkt irgendwie oder sowas, ja. Ne? Die Beamten vermuten, dass die vermeintlich Obdachlose ein willkürliches Opfer ist. Eine zerstörte Überwachungskamera könnte dies bestätigen, weshalb die Ermittler über Funk das Bildmaterial anfordern. Ein Plakat bringt eine weitere Spur. Ist das nicht so ein Wohnheim für schwer erziehbare Problemfälle? Ja, ist auf jeden Fall so eine Anlaufstelle, müssen wir dann auch noch mal schauen. Warte mal kurz, ich habe doch hier mein Smartphone dabei. Ein Hoch auf das Internet. Wir haben ja dort diese Wohngemeinsam e.V. aus Duisburg, dieses Schild in der Unterführung gesehen. Und das habe ich auch direkt mal dann nachgeschlagen in meinem Handy. Und da haben wir dann auch eine Information über den Vorsitzenden gefunden. Den habe ich dann telefonisch einfach kontaktiert, weil wir ja eine räumliche Nähe zum Tatort haben. Wir haben eine kleine Täterbeschreibung gehabt, wie die beiden Mädels ausgesehen haben sollen. Und habe gehofft, dass der Herr Ulrich hier in dem Fall mir helfen kann. Es wäre super, wenn wir da eventuell mal vorbeikommen könnten oder Sie könnten uns da was zuschicken, ob Sie momentan zwei Mädels haben, die in Ihrer Obhut sind. Die Jugendeinrichtung für Mädchen ist der erste Hinweis auf die möglichen Täter. Zudem hoffen die Beamten auf Fingerabdrücke an der sichergestellten Tatwaffe. Eine erneute Befragung enthüllt das traurige Schicksal des Opfers. Frau Mertens, wir haben bei Ihren Klamotten einen weißen Kittel gefunden. Was ist das für ein Kittel? Ich bin Supermarkt mit der Weiteren. Deswegen habe ich den Kittel in meiner Tasche. Also Sie sind noch Mitarbeiterin? Ich war auch arbeiten. Also Sie haben eine feste Arbeit, aber Sie sind obdachlos, nehme ich mal an, aufgrund des brennenden Einkaufswagens? Sind Sie gar nicht. Sind Sie nicht? Ich bin nicht obdachlos. Okay, und was haben Sie dann jetzt hier in der Unterführung gemacht mit einem Einkaufswagen und Ihrem Hab und Gut quasi? Ich habe einen Freund, okay. Der ist gewalttätig mir gegenüber geworden, nicht das erste Mal. Ja. Und das ist dann jetzt
so eskaliert, dass er mich geschlagen hat. Okay. Für mir eine Flasche. Das ist heute passiert oder in der Vergangenheit schon häufiger? Das ist in der Vergangenheit schon häufiger passiert. Und deswegen, Sie sind jetzt geflüchtet, ja? Ich bin halt aus der Wohnung geflüchtet, wollte halt eigentlich zu meiner Freundin, aber die ist im Urlaub. Okay. Und eine andere Freundin, die hat eine pflegebedürftige Mutter, da wollte ich halt dann auch nicht stören. Und dann, also haben Sie sich im Grunde genommen nur hier versteckt, oder? Ich habe halt unter der... Wussten Brücke, nicht wohin? Ich hab dann halt da geschlafen und bin halt ganz normal arbeiten gegangen. Opfer von häuslicher Gewalt sind meistens relativ passiv, das heißt, sie haben Angst, sich Hilfe zu suchen. Sie haben Angst, auch das Ganze auszusprechen, sich an jemanden zu wenden. Sie befinden sich in einer sogenannten Gewaltspirale. Das heißt, es ist wie ein Teufelskreis. Sie kommen da nicht raus. Es spitzt sich aber immer mehr zu. Es wird mit der Zeit immer schlechter und nicht besser. Und da gibt es verschiedene Hilfsangebote. Zum einen kann man sich natürlich jederzeit an die Polizei wenden. Zum anderen gibt es aber auch Hilfsmöglichkeiten, wie zum Beispiel der Weiße Ring. Da können sich sowohl Frauen als auch Männer, denn Männer werden auch durchaus Opfer von häuslicher Gewalt, können sich da hinwenden und da wird dann völlig anonym beraten und auch geholfen und auch Schutz geboten. Sie müssen nicht auf der Straße schlafen. Es gibt und Sie wirklich müssen das genug auch nicht Hilfe. Mit sich machen lassen. Ja, die Sie in Anspruch nehmen können. Okay, Sie fahren jetzt erstmal ins Krankenhaus, kommen runter, lassen sich verarzten und wir kommen dann sowieso nochmal auf Sie zu. Lassen Sie sich erstmal versorgen, ne? Mhm. Erstmal von dem Schreck erholen. Und dann suchen Sie sich nochmal Hilfe. Und wenn Sie nicht weiter wissen, können Sie auch zu uns zur Wache kommen und dann geben wir Ihnen dann nochmal ein paar Tipps, okay? Alles klar. Ja? Frau Mertens, erstmal alles Gute, ja? Die Zeugen werden zur Täterbeschreibung auf die Wache gebeten. Während das Material der Überwachungskamera noch ausgewertet wird, haben die Kriminaloberkommissare Manuel Benner und Bora Aksu derweil Fotos vom Leiter der Jugendeinrichtung erhalten. Der Betreuer, mit dem wir telefoniert haben, der hat auch gesagt, dass die Beschreibung auf zwei Personen passen könnte. Okay. Und sind angekommen. Dann schauen wir uns die Bilder gerade mal zusammen an. So, das ist einmal eine. Ja. Können Sie die erkennen? Ja. Haben Sie die da gesehen? Die erkenne ich sofort wieder. Das ist die eine. Das ist die eine, die Sicher? Mich geschlagen hat. Ja. Ja, das ist schon mal gut. Okay. Das ist schon mal sehr wichtig. Das erkenne ich sofort. Ja. Dann haben wir noch ein zweites Foto. Zwei Fotos haben wir bekommen. Wie sieht es damit aus? Mach's mal ein bisschen größer für dich hier. Okay. Ein bisschen klein, hast du recht. Was sagen Sie dazu? Schauen Sie sich das ruhig in Ruhe an. Ich war ja schnell weg, ne? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich so auf die eine fixiert quasi. Ja, die hat dich angegriffen, ne? Okay. Mhm. Mit eine fixiert meinen Sie diese? Ja, genau. Die habe ich sofort, also die erkenne ich jetzt sofort wieder, weil von der wurde ich angegriffen quasi. Ja, das ja. behält man im Kopf. Okay. Dann rufe ich da gerade mal an. Erstmal danke. Die Vermutung der Polizisten hat sich bewahrheitet. Zumindest eines der Mädchen aus der Jugendeinrichtung wurde als Angreiferin identifiziert. Diese stellt ihr hohes Aggressionspotenzial wenig später erneut zur Schau. Die Kripo-Beamten konfrontieren die Randalierende mit dem Tatvorwurf. Jetzt benehmen Sie sich endlich, so wie sich das gehört. Was soll ich denn hier? Sie sind nicht zu Hause, das wissen Sie doch ganz genau. Das interessiert mich nicht. Was ist denn passiert vorhin? Ja, wie, was soll denn passiert sein? Ja, erzählen Sie doch mal. Ja, was, ich war von Shoppen. Genau deswegen sind Sie hier. Was, bitte, ich war von Shoppen. Was wollen Sie mir erzählen? Ich war Sie in der waren Stadt. Shoppen. Deswegen hat man sie auch gefesselt und hergebracht, weil sie ja nur Schurken. Ja, weil hier alle bekloppt sind. Die Tatverdächtige ahnt nicht, dass die Kriminalisten mittlerweile über die Bilder der zerstörten Überwachungskamera vom Tatort verfügen. Bora Aksu wendet verschiedene Fragetaktiken an, um die Jugendliche zu überführen. Wo waren Sie denn shoppen? In verschiedenen Läden, wo man sich Schuhe und Hosen kauft. Gut, okay, waren Sie alleine, oder? Ja, ich war alleine. Mit wem soll ich sonst gewesen sein? Können Sie jetzt bitte noch mal runterkommen, damit wir fertig werden? Ja, bitte. Ja, gut. Können Sie uns sagen, oder kennen Sie vielleicht zufällig diese Person auf dem Bild? Nein, wer soll das sein? Ja, jede Menge Leute würden behaupten, Sie sind das. Ich würde mich ja wohl selber erkennen auf dem Bild. Die Beamten behalten das Mädchen in Gewahrsam. Sie sind sicher, die Jugendliche anhand der Fingerabdrücke auf der sichergestellten Tatwaffe zu überführen. Zur Verwunderung der Ermittler hat sich auch die vermeintlich zweite Täterin gestellt. Auch sie wurde von der Überwachungskamera gefilmt. Sie haben uns aufgesucht, gezielt. Genau. Und der Hintergrund ist? Ich möchte eine Aussage machen. Sie möchten eine Aussage machen? Was möchten Sie denn aussagen? Ich bin die andere Täterin. Sie sind die andere Täterin? Auf den, ja. Aha. Ich habe
mit der Tanja die Obdachlose verprügelt, aber nicht aus Spaß. Die hat uns eher angegriffen und dann haben wir uns verteidigt. Ach so, na gut, ich erkenne sie ja hier halt auch mit den blonden Haaren und der Jacke. Das ist die Jacke, die sie auch gerade anhaben. Okay, das ist ja schon mal ganz nett von Ihnen, dass Sie zu uns kommen und die Aussage tätigen. Sie haben sich verteidigt, sagten Sie? Wieso? Hat sie die angegriffen, oder? Ja, sie hat uns beide angegriffen und dann haben uns... Womit denn? Sie kam zu uns, hat uns angebettelt, wir sollten Geld geben. Wir haben Nein gesagt und dann hat die uns angegriffen. Und dann haben wir uns verteidigt. Okay, okay. Aufgrund der Aufnahmen aus der Überwachungskamera wissen die Kripo-Beamten, dass die junge Frau lügt. Offenbar erhofft sie sich durch die Aussage eine mildere Strafe. Die Verlegung des Gesprächs in den Vernehmungsraum soll dem Mädchen Druck machen. Sie müssen sich nicht selber belasten, Sie können auch die Aussage verweigern. Nur wenn Sie uns anlügen sollten, macht sich das ein bisschen komisch vor Gericht. Ich meine, ich bin ja jetzt hier. Ich habe ja jetzt schon ausgesagt. Ja gut, aber Sie wurden definitiv nicht angegriffen von der Frau. Das können Sie uns nicht weismachen. Was wollten Sie denn von ihr? Wir wurden angegriffen. Was wollten Sie denn von ihr? Wir haben uns nur verteidigt. Sie haben sich verteidigt? Sie haben sich sicher nicht verteidigt. Doch, haben wir. Was wollten Sie denn von ihr? Wir wollten Sagen Sie nichts mir, was von, Sie von ihr. Nein, wollten. Wir haben uns verteidigt. Sie haben sie also angegriffen. Das, was Sie hier erzählen, ist gelogen. Wir haben Videoaufnahmen, wo das genau andersrum aussieht. Wir haben uns dann entschieden, sie zu durchsuchen, um weitere Hinweise zu bekommen. Wir haben auch Fingerabdrücke genommen, weil wir ja auf dem Golfschläger Fingerabdrücke gesichert hatten. Okay, was wollten Sie mit 1.000 Euro? Ich habe das gespart. Woher haben Sie das Geld? Von meiner Arbeit. Von Ihrer Arbeit? Ich als was arbeiten Sie? Als Verkäuferin. Ich bin Auszubildende. Schau mal hin. Als Auszubildende 1.000 Euro. Da hab ich keine also 1.000 Euro, soweit ich weiß, übersteigt ja sogar das Monatsgehalt von einer Auszubildenden. Ne? Ich habe es aber gespart. Okay, und wollten jetzt einkaufen gehen damit? Ja, eigentlich noch in die Stadt, genau. Und die Jacke haben Sie nicht davon gekauft? Oder doch? Nein. Warum nein? Da ist ja das Schild noch dran. Das Etikett. Von dem Geld habe ich nicht die Jacke gekauft. Das war halt, wie gesagt, vor ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen haben Sie diese Jacke gekauft? Ja, ich habe... Und deswegen ist jetzt noch das Etikett dran. Das ich habe es halt vergessen abzumachen. Kann noch mal passieren. Die neue Jacke und das Geld machen die Ermittler stutzig. Sie glauben, dass das Mädchen für eine Falschaussage bezahlt wurde und in Wahrheit keine der Täterinnen ist. Eine Gegenüberstellung soll den Verdacht bestätigen. Haben Sie die auch gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Gucken Sie sich ganz in Ruhe an. Was meinst du? Ich weiß nicht. Nee, also ich würde sagen, nee, die war nicht dabei. Nee. Sie würden eher sagen nein? Nee. Was sagen Sie? Kommt mir auch nicht so bekannt vor. Ich würde auch eher sagen nein, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die Kommissare müssen belegen, dass das Mädchen im Vernehmungsraum nicht die gesuchte Schlägerin ist. Einen möglichen Hinweis könnte die auffällige Jacke bringen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie nachgekauft wurde. So wollte sie sich als Täterin ausgeben. Sollen wir da mal anrufen? Meinst du, das bringt was? Wenn wir da anrufen, da wo sie das gekauft hat? Du, Versuch ist es wert im Moment. Dann scheint es ja dann wahrscheinlich heute gekauft zu haben. Ich meine, das würde ihr dann, oder weiß ich nicht, also muss der neue sie sein. Sie hat ja gesagt, vor ein paar Tagen, was ja auch ein bisschen unglaubwürdig war, ja, dass sie einfach vergessen hat, das Schild abzunehmen. Also ich denke, es ist ein Versuch wert. Tatsächlich hat der Geschäftsinhaber uns die Informationen gegeben, aufgrund der Lage des Falles. Und es kam heraus, dass die Jacke tatsächlich neu gekauft worden ist an diesem Tag noch. Und der Geschäftsinhaber teilte uns weiterhin mit, dass sie die Jacke nicht alleine gekauft hat, sondern dass da ein Mann dabei gewesen ist, der eben mit Kreditkarte den bezahlt hat. Dann haben wir vielleicht den Mittäter in Anführungsstrichen. Ja. Der war ja zumindest bei dem Jackenkauf mit dabei. Über die Kreditkarte ist der Geldgeber schnell gefunden. Und auch die Frage, in welchem Zusammenhang er mit den Täterinnen steht und warum er offenbar versucht, sie zu decken, ist wenig später geklärt. Volker Stoll. 74. Ja. Gut, aber polizeilich nicht bekannt. Mach mal mal. Erstmal noch nix. Da haben wir die Tochter Larissa Stoll. Vorbestraft gegen Vandalismus. Lass uns da mal hinfahren, würde ich sagen. Nehmen wir Kollegen mit. Einverstanden. Ja, okay, dann machen wir das. Während die falsche Täterin auf der Wache bleibt, statten die Beamten dem Kreditkarteninhaber einen Besuch ab. Zwecks Gegenüberstellung werden auch die beiden Tatzeugen mitgenommen. Die Ermittler glauben, dass die vorbestrafte Tochter die zweite Schlägerin sein könnte. Oder irgendwie Verletzungen angesprochen. Hallo. Ja. Schönen guten Tag, Bora Axel von der Kriminalpolizei. Kripo, Manuel Lenner.
Meine beiden Kollegen, können wir kurz reinkommen? Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Ist das in Ordnung? Ja, kommen ja? Sie rein. Gerne. Sie sind nicht alleine? Nein, meine Stieftochter und mein Mann ist hier. Ach so, hallo. Schönen guten Tag. Ora Aksu von der Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege, meine beiden Kollegen. Manu Wenner, Kripo Duisburg. So, wir möchten gern zu Ihrer Tochter Larissa, das ist sie, nehme ich an. Soll das jetzt hier? Das ist meine Stieftochter Larissa. Das ist Ihre Stieftochter, gut. Können Sie uns gerade mal sagen, wo Sie die Verletzung her haben? Die hat sich vom Skaten. Vom Skaten hat sie die? Genau. Sie war heute Morgen skaten und ist leider hingefallen. Sie waren heute Morgen skaten? Waren Sie dabei, als sie skaten war? Ich selber nicht. Ich hatte Homeoffice, aber ich habe es gehört, sie ist nicht weit gekommen, ist dann hingefallen und ja, sehen ja. Sie. Ich sag Ihnen mal, worum es geht. Also wir haben hier eine ziemlich schwere Körperverletzung, die im Raum steht. Die Dame liegt im Krankenhaus. Unsere Täterinnen sind zwei weibliche Personen, ungefähr in Larissas Alter. Und wir haben Grund zur Annahme, dass sie eine der beiden Täter sind. Bei der allgemeinen Befragung ist die Stiefmutter in die Küche gegangen, wutentbrannt. Und bin dann spontan hinterhergegangen, um vielleicht das eine oder andere an Hinweisen von ihr zu bekommen. Ich glaube, ehrlich gestanden, auch nicht, dass meine Stieftochter heute skaten war. Das Skateboard steht die ganze Zeit total verstaubt im Kellereingang und nein, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, was ist, aber... Ja, okay. Spielt hier jemand Golf? Ich sehe hier Golf, Zeitschriften und... Ja? Mein Mann spielt Spielen Golf. Sie Golf? Nein, ich nicht. Mein Mann spielt Golf. Ah. Kriminaloberkommissar Manuel Wenner alarmiert die Kollegen. Wenn die Tochter die gesuchte Täterin ist, sollte dem Vater ein Golfschläger in seiner Tasche fehlen. Ja gut, das sieht ja nicht so ganz vollständig aus. Ist auch von der gleichen Marke. Aber welcher fehlt denn jetzt eigentlich von den Schlägern? Wenn Sie Golfer sind, können Sie uns das ja jetzt eigentlich mitsichern? Ob das der Entscheidende ist, der fehlt? Kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen. Ich bin ja nur Hobbygolfer, keine Ahnung. Ist ja normalerweise ein vollständiger Set. Wo sind denn die fehlenden Schläger? Vielleicht liegt er irgendwo im Garten. Ab und zu übe ich auch schon mal hier bei uns im Garten. Im Garten? Ja. Darf ich kurz mich mal umschauen? Ja, würde ich eine Runde gehen? Dann haben wir den Mann. Kein Problem. Trotz des fehlenden Golfschlägers beteuert der Mann die Unschuld seiner Tochter und will auch selbst nichts mit der Tat zu tun haben. Im Garten findet sich jedoch ein weiteres Indiz. Die kommen uns sehr bekannt vor. Das Icon? Kennen Sie das Motiv? Bei der Stieftochter die Klamotten. Und diese Jacke. Siehst du das? Die kenne ich doch. Das sind deine. Mensch, Larissa. Ich kenne die auch nicht. Sind das jetzt Ihre Sachen oder nicht? Also ich sage immer, was Sache ist. Ja? Erstens mal, die Verletzungen an Ihrer Hand, die sind definitiv nicht vom Sturz und das von Ihrem Gesicht auch nicht. Ja. Zweitens mal haben Sie mit Ihrer Kreditkarte gezahlt. Das heißt, wir haben Sie schon mal überführt. Oder ist Ihre Kreditkarte zufällig gestoßen? Ihren Portemonnaie werden wir sowieso gleich mit untersuchen. Also ich weiß nicht, inwiefern oder was für ein Tatmotiv Ihre Tochter haben könnte und die Freundin vielleicht gegebenenfalls. Aber ob Sie jetzt hier Mittäter sind oder nicht, das entscheidet Sie sich jetzt. Nehmen Sie jetzt nur in Schutz oder haben Sie irgendwas damit zu tun? Also wir haben Volker. Beide, Heike, wir haben beide mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Die Klamotten sehe ich zum ersten Mal. Das stimmt doch nicht, das sind doch ganz klar Larissas Kinder. Die Täterin hatte keine Handschuhe an. Ihre Frau sagt doch eindeutig, komm, die habe ich doch schon fünfmal gewaschen. Geht weg! Junge Dame, lass mal Schläger. Geht weg! Ja, wir gehen jetzt. Hören Sie bitte auf. Was denkt ihr denn, wer ihr seid? Wir sind was Besseres, nein! Wieso was Besseres? Nein! So gesagt macht das Geschäft um meinen Vater kaputt, ganz einfach. Was meint ihr denn mal? Die Pennerin hat sich anders verdient, genau das meine ich damit. Wer hat sich anders verdient? Was hat er sich anders verdient? Was ist so schwer daran zu verstehen, verdammt? Bitte beruhigen Sie sich doch! Bitte beruhigen Sie sich, Sie machen alles viel schlimmer! Fallen lassen! Auf den Rücken! Der Vater versucht mit allen Mitteln, den Schein der heilen Familie zu wahren. Auch deshalb vermuten die Beamten, dass er der jungen Frau auf der Wache die 1.000 Euro gezahlt hat, damit sie die Schuld seiner Tochter auf sich nimmt. Kennen Sie diese Person? Die sind zusammen zur Schule gegangen. Ja, ich kenne sie nicht. Sie kennen sie nicht. Gut. Diese Dame hat nämlich 1.000 Euro vermutlich erhalten, damit sie die Larissa, ihre Tochter, rausholt und hat die Schuld auf sich genommen. Das gibt's doch gar nicht. Können Sie uns irgendetwas dazu sagen? Kann ich nicht glauben, ganz ehrlich. Haben Sie Ihrer Tochter Geld gegeben? Natürlich kannst du das nicht glauben, weil du deiner Tochter ja alles blind glaubst. Meine Tochter verfügt selbstverständlich über Geld. Ich bin Bauunternehmer und meine Tochter verfügt über so viel Geld. Das ist schon richtig, aber die studiert Jura, die macht so einen Unsinn nicht. Die wird irgendwann mal meine Firma übernehmen. Die ist auf Baurecht spezialisiert. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was Sie hier für Vorwürfe aufbringen. Wirklich nicht. Gut, Sie werden wir auch auf die Wache bitten müssen. Ob das heute oder morgen ist, mal gucken. Sie können sich natürlich halt auch
einen Anwalt hinzuziehen, wenn Sie das möchten, aber wir werden da ein paar ungemütliche Fragen stellen müssen. Die Tochter und ihre Komplizin erwartet eine Strafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Ihr Vater muss sich wegen Bestechung und Anstiftung zur Falschaussage verantworten. Auch das bestochene Mädchen wird für die Falschaussage geahndet. Die Geschädigte hat sich dank einer Opferhilfe von der Tat erholt.